Derzeit toben die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Soldaten vor allem in der Donbass-Region. Doch auch hier tut sich Putins Armee unerwartet schwer, Gebiete zu erobern. Im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs hieß es am Donnerstag, dass dort zuletzt 14 feindliche Angriffe abgewehrt worden seien. Eine Echtzeitanalyse der Plattform UA War Data zeigt, dass die russischen Aggressoren innerhalb der vergangenen 12 Wochen große Teile des bereits eingenommenen Eroberungsgebiets aufgeben mussten. Die Daten der Truppenbewegungen lassen darauf schließen, dass Putin zu Beginn der Invasion das Ziel verfolgte, ukrainische Kampfverbände im Osten, von Norden und Süden kommend, in einer Zangenbewegung einzukesseln. Der ursprüngliche Plan, eine Landbrücke zwischen der Krim und dem Donbass herzustellen, stellte sich demnach allerdings schnell als militärische Fehleinschätzung heraus. Nach der Niederlage bei Kiew hat Moskau das mögliche Gebiet für eine russische Zangenbewegung deutlich verkleinert. Seit April wurde vor allem um die Bereiche um die Stadt Izium im Norden und im Süden in Richtung Donetsk gekämpft. Anfang Mai musste die militärische Führung das Gebiet noch einmal verkleinern. Nun war Izium das einzige Ziel der Truppen. Gustav Gressel, Russland- und Militärexperte bei der internationalen Denkfabrik European Council on Foreign Relations, schätzt die Lage für Moskaus Soldaten düster ein. Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung erklärte er, Zitat, die russische Offensive hatte Anlaufschwierigkeiten, die Koordination der Angriffe untereinander lief schlecht. So konnte die ukrainische Armee die Zeit nutzen, sich in eine gute Verteidigungsstellung zu bringen. In dem darauffolgenden Abnutzungskampf sei es Russland bisher nicht gelungen, die eigenen Verluste gering zu halten. Die Gebietsansprüche und die eigenen militärischen Pläne mussten angepasst werden. Es habe nun aber den Anschein, als könne Putins Armee auch die momentane Offensive nicht mehr lange durchhalten. Gressels Fazit, Zitat, wenn das so weitergeht, ist die russische Armee im Juni mit der Offensivkraft am Ende. Aus dem Bewegungskrieg würde dann ein langwieriger Stellungskrieg, so der Experte. Die Einschätzung deckt sich mit der zahlreicher weiterer Sicherheits- und Militärexperten.